Und damit herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Shadow of the Tomb Raider. Ja, wir wollten jetzt ein bisschen die Hauptmission machen, nachdem wir in der nächsten Folge relativ wenig gemacht haben. Wir müssen mal noch gucken, auch wegen dem Rätsel, was wir gerade noch... Huch, was ist... Was? Was? Das hat jetzt aber hardcore geruckelt. Holy shit. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so das Problem war. Dominguez hat Unuratu. Oberstadt Haupttor. Und an den gefangenen Rebellen wird ein Exempel statuiert. Dreifähig. Okay, die könnten wir vielleicht... Oh genau, die können wir benutzen. So. Kann ich hier vielleicht ein paar Upgrades machen? Zielgeschwindigkeit, Haltezeit ist immer gut. Alles klar, okay. Das hat sich auch schon wieder erledigt. Rücken an Rücken. Schnauze. Ich könnte ja noch gucken schnell. Das da. Weil jetzt sehe ich erst, dass es auch in diesem Bereich ist. Dass es gar nicht unten sein hätte müssen. Rücken an Rücken. Und der die Schlange beobachtet. Da. Ein Schlangenkopf. Also hier. Ich hab dich. Aha. Nice. Haben wir unten doch umsonst gesucht. Zeitverschwendung. Lara, deine Verkleidung ist gut. Ich kenne die Parole für das Gefängnis, in dem meine Mutter sitzt. Unschuldsaugen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Verstanden. Wir holen sie raus, Edsley. Da ist noch etwas. Hakan wurde ergriffen. Alle unsere Rebellen müssen uns im Kampf unterstützen. Der Vater meiner Freundin Kayara. Mal sehen, was ich tun kann. Er geopfert wird, ich... Frisur von dem Kleinen. Holy shit. Ein bisschen sammeln nochmal. So viel Sammelbares fängt ja schon wieder an. Eine Zwischensequenz, perfekt. Ah ja, da haben wir sowas, perfekt. Ich laufe einmal außen rum und schauen, was ich sammle. Oh, wie süß. Oh, da ist eine wunderschöne Truhe, die ich wahrscheinlich wieder nicht öffnen kann bei mir. Alten, seltene Ressourcen und alte Artefakte, weil ich da kein Dietrich dazu habe. Wo kriege ich Dietrich her? Da hinten ist noch was zum Sammeln, was ich noch mitnehmen will. Unten ist noch was. Das ist Gröbste, will ich jetzt schon einsammeln. Du da, Mädchen, geh weg von der Tür. Dein Rebellenvater wird für sein Handeln sterben. Papa, ich liebe dich. Das muss Kayara sein, das Mädchen, das Edsley meinte. Dann ist Hakan in dieser Zelle. Ich muss ihn irgendwie rausholen. War jetzt doch gar nicht bei der Hauptmission, wieso hat die angefangen? Lol. Kann die aber schlecht töten. Das ist ja irgendwie... Ach, ich muss erstmal da zu ihr. Vielleicht geben die Rebellen auf, wenn sie sehen, wie ihre Bestrafung ausfällt. Ja, Pech. Nee, komm.
großartiger Tag für eine Hilfe. Nur Erhabene und Eingeweihte dürfen den heiligen Boden betreten. Unschulds Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Du darfst hinein. What? Einfach so jetzt? Warum ist immer das Tor halb offen? Oder halb zu, je nachdem, aber warum kann man das nicht ganz aufschieben? Verstehe ich nicht. Okay, hier sieht schon sehr nice aus. Hallo Jungs. Wie lange willst du diese alberne Rebellion noch weitertreiben? Bis wir gesiegt haben und du keine Bedrohung mehr bist. Und das sagst du mir ins Gesicht? Du, was? Amaru, vergiss nicht, wer du bist. Ich bin einer von euch. Ja. Hast du mich deshalb verhaften lassen? Würde mein Bruder noch leben, ruhe in Frieden. Ja, ich bin sicher, für ihn wären diese Streitereien Zeitverschwendung. Komm nach Hause. Ich bin zu Hause. Das ist mein Zuhause. Onorato, stell dir mal kurz vor, wie Paititi erblühen würde, wenn die Welt frei von fremden Bedrohungen wäre. Ach, und bist du nicht auch so eine Bedrohung? Du willst die Welt neu erschaffen? Wir alle erschaffen unser Schicksal. Wir alle, so wie wir sind. Ich habe mein ganzes Leben lang alles für Paititi getan. Einfach alles. Als es noch geteilt war, habe ich es vereint. Bin ich denn der Einzige, der die Bedrohung erkennt? Du kommst und gehst, als ob dein Leben hier nur ein Zeitvertreib wäre. Ja. Ich habe die Welt um uns herum kennengelernt und ich weiß jetzt, was auf uns zukommt. Es kommt jeden Tag ein bisschen näher. Paititi wird diese Invasion nicht überstehen. Unsere ganze Identität wird uns gestohlen oder zerstört. Dann müssen wir das gemeinsam verhindern. So wie es das Beste für unser Volk ist. Durch die Wiederherstellung der Sonne? Das garantiert nur für ziemlich kurze Zeit Paititis Sicherheit. Aber dann beschützt es uns nicht davor, entdeckt zu werden. Oder vor einer Invasion. Hat uns das Schicksal dem Untergang geweiht? Nein! Nein, wir müssen mutig sein. Einen Schritt voraus. Kämpfe mit mir. Ich brauche deine Intelligenz und deine Hartnäckigkeit in meiner Welt. Eine Welt beherrscht vom Kukulkan-Kult. Oder soll ich Trinity sagen? Wenn du Kontrolle willst, dann kriegst du sie. Doch jetzt brauche ich deine Hilfe, um Paititis Sicherheit zu garantieren. Wenn du dann willst, kannst du darüber herrschen, wie du willst. Ich überlasse dir den Thron. Das verspreche ich. Nein. Ich finde die silberne Schatulle und stelle die Sonne wieder her. Ihr Licht wird dich richten. Wieso hältst du so wenig von mir? Bringt sie zurück in die Zelle. Schon gut, schick mich zurück. Aber ich werde niemals unser Volk verraten. Nein, du lässt sie einfach im Stich. Die Schatulle ist weg. Ein Missionar, Andres Lopez, hat sie gestohlen, vor 400 Jahren schon. Was? Du hast anscheinend dein ganzes Leben lang am falschen Ort gesucht. Jetzt verschwinde. Müssen wir uns jetzt entscheiden, wem wir folgen oder was?
Vielleicht was zum Sammeln da wieder? Lange dunkle Schatten rücken näher. Der Berg, schwarz wie die Nacht, ist in Trauer, als die blassen Fremden das kurze, aber enorm ertragreiche Leben von Kuyua Kapak beenden. Er, der sich diese Stadt in seinem Streben nach Größe aufgeladen und sie zu neuen Höhen geführt hatte, der um nichts anderes bat, als dass Inti ihm die Stirn wärme, während er arbeitete. In den Flüssen, auf den Feldern oder in der Ziegelei. Kuyua Kapak traf eine Vereinbarung mit den Fremden. Er opferte sich, damit wir weiterleben können. Frei, doch unter der neuen Herrschaft dieser Männer aus fernen Landen. Hier noch irgendwas zu sammeln hier in dem Riesenraum? Bestimmt. Da liegt irgendwas. Eine weitere Gruppe Kinder ist per Dampfer aus Kahn unterwegs. Behaltet von den 10, die ich geschickt habe, bitte vor allem einen Jungen namens Amaru im Auge. Er ist von allen am vielversprechendsten, zeigt jedoch Anflüge von Missmut und beklagt sich häufig, er würde seinen Bruder vermissen. Ich schlage vor, dass ihr für ihn einen speziellen Lehrplan erstellt, sodass er zu beschäftigt ist, um Heimweh zu haben. Und da hinten war noch irgendwas? Kukulkan gebot mir, mich der Priesterschaft anzuschließen. Die Götterwelt der Paitizianer ist ein Konglomerat verschiedener Kulturen. Ich muss ihre Rituale und ihren Glauben studieren, um herauszufinden, wie wir ihre eigenen Götter gegen sie einsetzen können. Jene, die über das Wasser kamen, sind unaufrichtig und intelligent. Ich zweifle nicht daran, dass die Stadt schon bald unter der Kontrolle von Kukulkan vereint sein wird. Huch. Falsche Taste. Das kann man aufheben. Da ist noch was Sammelbares. Um jegliche Eskalation einer ohnehin schon heiklen Lage zu vermeiden, gelten für sämtliche Mitglieder von Trinity folgende Regeln. Schränken Sie Ihre Besuche der Stadt ein, verlassen Sie das Lager nur in Kultistenkleidung, tragen Sie keine modernen Waffen, vermeiden Sie, wenn möglich, direkten Kontakt mit den Paitizianern. Also heißt das, dass auch normale Trinity-Leute von der modernen Welt dort verkleidet rumlaufen? Um zu verhindern, dass Krankheiten nach Paititi gelangen, untersagt Herrscher Chiqua hiermit vorübergehend allen Bürgern, die Stadt zu verlassen. Wer auch immer sich derzeit außerhalb der Stadtgrenzen aufhält, darf sie nicht wieder betreten. Paititi leidet noch immer unter den Folgen der jüngsten Seuche, weshalb jeder weitere Ausbruch das ohnehin schon fragile Gleichgewicht aus dem Lot bringen könnte. Auf Anordnung des Kultes von Kukulkan. Gar nichts zum... Doch, jetzt. Der schwarz-gelbe Streifen im Gesicht zeigt, dass es sich hierbei um Tezatlipoca handelt, einen bedeutenden Gott der Azteken. Mal sehen, ob ich mich noch an alles erinnere, was mit ihm in Verbindung gebracht wurde. Jaguare, Wirbelstürme, die Nachtwinde, der Nachthimmel, die Erde, der Norden, Zauberei, Schönheit, Versuchung, Führungsstärke, Krieg, Unfriede, zwischenmenschliche Konflikte im Allgemeinen und natürlich Obsidian und Weissagung. Sein rechter Fuß wird häufig durch reflektierenden Obsidian ersetzt, den die Azteken als Spiegel verwendeten und der auch bei schamanischen Ritualen und Voraussagungen zum Einsatz kam. Tezatlipoca bedeutet wörtlich übersetzt rauchender Spiegel. Nein. Wie der mich anstarrt, ey. Da ist auch noch was. Ey, was ist das für eine Kammer? Die Priester der Stadt oder die Schamanen, falls wir zwischen den Heiden und denjenigen unterscheiden wollen, die im Lichte Gottes wandeln, traten als Erste vor. Sie waren die Ersten, die zuhörten, um mehr über den Zustand der Außenwelt zu erfahren. Viele von ihnen fühlten sich daraufhin betrogen und flehten darum, getauft zu werden. Sie kamen völlig zu Recht zu dem Schluss, dass ihr Glaube und ihre Verehrung der traditionellen Gottheiten dieses Landes unangebracht waren. Einer von ihnen formulierte es folgendermaßen:
Wenn euch euer Gott vom anderen Ende der Welt bis hierher geführt hat, muss er wahrlich der Mächtigste sein, und nur ein Narr würde sich nicht vor einer solchen Wesenheit verneigen. Wir werden diesen Schamanen Englisch beibringen, damit sie es anschließend die Bewohner von Paititi lehren können. Könnt langsam mal gut sein, ey. Hier war so viel Zeug jetzt zum Sammeln und zum Vorlesen. Es ist schon nicht mehr feierlich. Na toll. Das ist Tonatiuh, der Sonnengott und Gebieter über den aztekischen Himmel, den sie Tollan nannten. Er war buchstäblich die Sonne selbst, genau genommen die fünfte, und herrschte nach dem Tod der vier Sonnen vor ihm über das fünfte Zeitalter. Die Azteken glaubten, ihm regelmäßig Opfer darbringen zu müssen, da er sich andernfalls weigern würde, über den Himmel zu ziehen. Er wurde, wenig überraschend, mit Adlern assoziiert und häufig in ihrem Gefieder dargestellt. Er trug dabei entweder Pfeile und Schilde oder speziell für Menschenopfer gefertigte Werkzeuge. Wiggle, wiggle, wiggle. Nein. Da hinten ist noch was. Wow, chill mal. Ich hab da eigentlich keinen Bock da rein zu... Scheiße. Oh, muss hier raus. Oh, obwohl... Habe ich da etwa ein Geheimnis gefunden? Ich dachte, ich sterbe, weil da so viele... Ja, yeah, nice, Geheimnis gefunden. Wie komme ich hier wieder raus? Ganz normal nach oben, oder? Ja, ja, klar. Easy going. So, jetzt aber. Let's go. Jonah, ich weiß, wo sie ist. Ich gehe rein. Okay, wir sind unterwegs. Hast du das Beben vorhin gespürt? Ja, als ich im Cenote war. Das war ein Vorbeben. Bald geht's dann richtig los. Wir müssen uns beeilen. Ja, wenn Honorato frei ist, suchen wir gemeinsam die Schatulle. Gut, dann holen wir mal die Frau. Endlich geht's mal wirklich weiter, ey. Wieder nach 17 Minuten in dieser Folge. Hallo Leute, ich bin hier nur, um ein bisschen Kräuter zu sammeln. Mehr nicht. Und ein bisschen Holz. Perfekt, endlich. Ist das was zu sammeln gewesen da hinten? Sieht schon merkwürdig aus, ne? Links das Goldene. Oh, lol, lol, lol. Hier ist aber auch irgendwie hübsch. Ah, nach rechts. What? Ich habe gerade irgendeine Ding geschafft. Wo ich keine Ahnung habe, wie und was und weshalb und warum. Die Wand bröselt. Die Wand bröselt. Das hat ja gut funktioniert. Eigentlich wollte ich da nicht dahin springen. Das sagst du mir jetzt. Vorhin hast du das nicht sagen können. Warum hast du vorhin nicht dahin gepasst? Ich verstehe das nicht. Vorhin hat sie keine Lust gehabt, sich da festzuhalten. Alles klar. Gib die auch nach. Nein, die gibt nicht nach. Weiß ich auch gerade gar nicht, wo ich hin muss. Nach unten? Oh ja. Halt!
so schön, mal wieder ein bisschen was sammeln zu können. Weil vorhin immer oder bei der vorletzten Folge, wenn du einfach ein bisschen rumläufst, dass du es normal spielst wie jetzt. Und du kannst einfach nichts sammeln, weil du immer voll bist. Naja, du hast dem Fenster geguckt. Vielleicht war es gar nicht mal so schlecht, dass ich ein bisschen gebraucht habe. So, mein... So, die anderen Waffen habe ich gerade gar nicht. Lol, okay. Einmal über diesen strömenden Fluss. Aha. Aber ich gehe erstmal da hoch. Da geht's doch. Moment. Hier geht's. Da geht's irgendwo hin. Ich mache jetzt erstmal das Ding. Mach jetzt. ...83% schon. Das ist Quetzalcoatl, die gefiederte Schlange. Die Azteken verehrten diesen Gott als eine Kraft der Natur, die für Wind und Regen verantwortlich war. Wenn er zornig war, konnten diese Naturphänomene ins Extreme ausarten, um Erde und Himmel zu reinigen. Aus diesem Grunde wurde Quetzalcoatl auch mit Gerechtigkeit und Erbarmen in Verbindung gebracht. Eine Legende besagt, er habe betrunken Inzest mit seiner Schwester begangen und sich anschließend selbst in Brand gesteckt, um für diese Tat zu büßen. Dann stieg seine Asche zum Himmel auf und er wurde außerdem zu einem Gott des Lichts. Klar, betreibt Inzucht und wird ein Gott. Warum nicht? So, jetzt gibt es zwei Wege. Einmal hier links und einmal hier rechts. Wenn ich jetzt da hingucke, was sagt die Map? Ist rechts von mir ist der Hauptweg, links nicht. Rechts von mir ist der Hauptweg, links nicht. Dann gehe ich erstmal da lang. Jetzt wissen, wo es da hingeht. Da ist nochmal so ein Ding. Mögen die Flüsse der jenseitigen Welt ruhig sein und Uturankas Boot robust genug, um sie zu befahren. Eine Krypta. Da, wir haben was entdeckt. Nice. Ich kann kaum den Boden sehen, falls es überhaupt einen gibt. Sag mal her. Wieso? Da unten ist doch der Boden. Lol, was laberst du? Du kannst dich sogar abseilen. Da hast du den Boden berührt. Lächerlich. Wir haben schon tiefere Abgründe gesehen und sind in tiefere Abgründe gesprungen, weil du dich nicht festgehalten hast. Diese Höhle entstand durch einen unterirdischen Fluss. Tropfsteinhöhle, oder wie? Oh, nice. Aha. Links.
Ich hoffe, dass da diese Viecher nicht gibt. Man kann jetzt einfach nur mal ein bisschen klettern und springen und... Es macht mir am allermeisten Spaß hier. Nicht mal großartigen Riesenrätsel, eher so einfach eine gestrickte Linie, wo ich rumklettern muss. Da oben ist eine Schnitzerei. Oh yeah. Ja, ne? Das hat ja mal gut funktioniert. Nein, noch ein Stück höher, dann links. Genau, perfekt. Jetzt hat's geklappt. Jetzt an den Sandalen die Kletterdinger oder was? Ganz schnell rangemacht. Ah ne, ich muss jetzt dahin. Falle, du bist tot. Dahinter muss irgendetwas sein. Oh shit. Das ist nicht gut. Wie schnell das Wasser steigt. Schau halt noch länger zu, oder? Schaut dir ewig lang zu. Ich habe irgendeine Ausrüstung erhalten. Sehr nice. Oh, ne? Nice. Komme ich hier jetzt wieder raus? Ah? Ne. Da ist zu. Ich muss den gleichen Weg wieder zurück. Kann das sein? Ja, doch, ich glaube schon. Gleicher Weg zurück ist immer richtig. Deswegen ist es auch geflutet, weil es dann ein bisschen schneller geht, theoretisch. Ich finde es so krass, wie das dann alles in der, hier so schwimmt. Also so die Knochen und Totenschädel. Schon ein bisschen ekelhaft. Da lang? Na, mal wieder so ein bisschen Luft, wenn ich... Achso, da ist eh. Haben wir es eh geschafft. So, wo sind wir? Huch. Warum dreht sich die Kamera, wenn ich hier langlaufe? Ah ne, jetzt bin ich wieder da, wo ich reingegangen bin. Perfekt. War die gute Entscheidung, dass wir nach links gegangen sind. Und jetzt weiter. Nach rechts. Zerbrich nicht, Wand, bleib stabil. Werfen Sie.
Jetzt Überhang. Da ist das irgendjemand machen, ey. Das ist... Na gut. Es ist ja Lara, ne? Es ist Lara Croft. Die kann sowas. Lara, wie läuft's? Ich bin über den Fluss, fast am Gefängnis. Hier sind überall Wachen. Wir sind unterwegs zum Fluss. Melde mich, wenn wir dort sind. Okay. Aber das Klettern macht mir echt am meisten Spaß in dem Game. Ich weiß nicht, habt ihr mal schon mal einen Tomb Raider gespielt? Wenn ja, welches denn? Und was hat euch da am besten gefallen? Eher so die Action-Einlagen mit Schießen und so? Oder die Rätsel? Oder doch das Klettern? Reagier halt nicht. Ist nicht in Paititi. Ich weiß. Also bin ich gezwungen, Amaru zu folgen. Alles, wofür ich immer gekämpft habe, geht verloren. Aber das werde ich nicht zulassen. Komm mit, ich helfe dir. Es ist keine Zeit mehr. Jemand muss die Schatulle finden. Wenn die Sonne nicht aufgeladen oder die Welt neu erschaffen wird, sind wir alle verloren. Ich habe noch einen Hinweis. Glaube ich zumindest. Die Tattoos auf deinem Arm, Raya und Eclipse, dieselben Symbole waren auf dem Altar, in dem die Schatulle gewesen ist. Was? Was bedeuten die Symbole? Dieses hier zeigt mein Schicksal. Das Purpurfeuer von Chakchel. Und dieses hier zeigt die Vergangenheit. Es steht für Sinchichiqua, den letzten wahren Herrscher von Paititi. Sein Grab ist im oberen Teil der Stadt. Kannst du mich dorthin führen? Sie sind bereits dort gewesen. Wenn es dort etwas Interessantes gäbe, hätten sie es längst gefunden. Amaru hat den Hinweis nicht. Er weiß nicht, wonach er suchen soll. Das Grab ist bestimmt schwer bewacht. Wir finden einen anderen Weg. Das wird gefährlich. Ich weiß. Dann sollten wir uns beeilen. Wie geht's, Etzli? Gut. Durch ihn habe ich dich gefunden. Er müsste jetzt bei Uchu sein. So, komme ich hier... Ah ja. Ah ja, klar. Warum nicht, ne? Easy. Klar. Ist immer so ein cooler Ausgang bei... Ein zweiten Ausgang beim Gefängnis. Jonah, ich bin bei Unuratu. Oh gut. Etzli will mit dir reden. Mutter, wir schicken Verstärkung. Soll ich Uchu helfen? Oder mit der Ablenkung Boden erobern. Du hast das Sagen, solange wir getrennt sind, Etzli. Traue deinem Instinkt. Klar, die geht allein da runter und ich bleib hier. Warum nicht, ne? Immer halt getrennte Wege. Komm hier runter. Nice. Lautlos Kill. Ah, deswegen haben wir uns getrennt. Kann ich hier einsammeln? Da sammle ich das dann auch nochmal ein.
Ich will hier jetzt nicht mit der Schrotflinte rumballern. Habe ich eh nicht. Kann ich? Abfackeln? Nee, ich glaube, da muss ich mal irgendwann zurückkommen. Einmal hoch. Hier ist sich perfekt wieder. Hallo. Ihr braucht aber ganz schön lange, um abzufeuern. Nimm halt mehrere Pfeile mit. Nimm den Köcher mit oder sowas. Hättest du den jetzt verschossen, hättest du keine Waffe mehr gehabt. Meinst du, das waren die letzten? Im Moment. Wir müssen schnell zur Oberstadt. Du gehst vor. Ah. So. Nur aus Sicherheitsgründen. Hm. Was ist das für ein Dialekt? Ich muss etwas übersehen. Ah ja. Okay. Kann ich wieder noch nicht? Halt. Nein, 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 nein. Sammeln. Da hinten blinkt was. Wie komme ich da hin? Ich habe schon sein Leib befreit. Es geht, ich will da eigentlich hinter, wenn es irgendwie geht. Geht. 100 Pro. Komm. Ah ja, einfach nach unten gehen. Überhang. Kann mich abseilen. Und dann diese Richtung schwingen. Mehr. Huch, Entschuldigung. Aber einmal ist immer irgendwas Weißes hier. Na, doch nicht. Jetzt. Trau mich. Perfekt. Wahrscheinlich war es das Geheimnis von dem Ding. Kann man den da irgendwie runterschießen? Der soll da nicht so hängen. Ach so, das ist wieder eine Krypta. Ja, lol. Okay. Oh shit. Oh shit. Okay, das hat sich so gehört. Ein finsteres Willkommenskomitee. Naja, es geht. Da kann man irgendwas untersuchen. Die Opfer wurden den Göttern dargebracht. Sie verließen die Städte und wanderten durch die Provinzen, bis sie lebendig begraben wurden. Ein Sammelobjekt wieder. Das hören wir uns natürlich an, wie immer. Kukulkan verlässt Paititi bei Neumond. Kukulkan kehrt mit anderen Fremden bei zunehmendem Mond zurück. Sie streiten sich. Am nächsten Morgen bricht die gesamte Gruppe jetzt besserer Dinge in ihren Obsidianvögeln auf. Genau, irgendwas zum Sammeln? Nee, ne? Gehen wir mal weiter. What? Ist das schon das Grab? Krass, das ging jetzt schneller wie vorhin. Ich brauche einen anderen Ausgang. Sind es eigentlich die Kleider, die ich vorhin hätte kaufen können? Oh nein!
wollte noch zurückspringen, aber diese Zeitlupe, die hat halt, ja, die hat... Naja, gut, ne? Die Falle habe ich nicht gesehen. Habe ich ehrlich gesagt nicht kommen sehen. Geht's ja auch irgendwo lang. Komm ich nicht. Geh. Schneid halt durch. What? Das war ja unfair. Ich bin da, drück F. Da stand F drücken. Dann genau in dem Moment, wo ich F drücke, verschwindet es. Und sie schlägt nach vorne und tritt in die Falle rein. Ey, Mann. Ey, sag mal. Ey, sag mal. Jetzt aber. Es kann doch nicht so schwer sein, die Scheiße durchzuschneiden. Also das haben die echt behindert gemacht. Du musst einen genau im perfekten Winkel erwischen, damit F da steht. Pass auf. Bisschen weh, bisschen weh, bisschen weh, bisschen weh. Oh, nicht so schlimm. Ja, genau. Danke dir. Aber davon abgesehen will ich erstmal da rein. Diese Fallen sind komplexer, als ich gedacht hatte. Ja, irgendwie. Achso, das sind die Dinger noch draußen. Ach, ich umgehe gerade die Fallen. Warte, warte, jetzt pass auf. C. Nein, 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 nein. Oh, oh. Oh, die macht ja so einen Ausfallschritt nach vorne bei C. Ja, damit, das war eine Falle, die hat mich schön umgebracht. Nice, okay. Habe ich den Scheiß da jetzt gesammelt? Ich glaube aber schon, oder? Komm, also die Fallen, dass die mich so fertig machen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich gehe einfach außen rum und ignoriere die Fallen jetzt. Ich mag jetzt nur wissen, habe ich den Scheiß schon gesammelt hier? Ja. Diese Fallen sind komplexer, als ich gedacht hatte. Tja, Larry, die Fallen kennst du ja nun zu gut, ne? Wurdest ja nur nicht schon 20 Mal von aufgespießt. Bisschen vorsichtig sein hier. Nicht, dass da nochmal so eine Falle ist. Ja, hier wird jetzt keine Falle sein. Hier ist ja... Mord. Tod. Diebstahl fremder Feldfrüchte. Tod. Diebstahl fremder Häute. Tod. Müßiggang. Rasur des Kopfes. Kämpfe. Entschädigungszahlungen. Trunkenheit in der Öffentlichkeit. Steinigung. Ausnahmen, Feierlichkeiten oder Personen über 70. Auf Anordnung des Kultes von Kukulkan. Trunkenheit in der Öffentlichkeit, Steinigung. Junge Kinder, ne? Ihr wisst, was passiert. Aha. Wie viel Prozent haben wir? Komm. 80. Möge Kisby Lebensmittel, Vorräte und Annehmlichkeiten in Hülle und Fülle für uns bereithalten, sobald wir die jenseitige Welt betreten. Und die Anna wartet einfach auf uns, weil sie wir chillen dann in so ein Grab drin. Zu weit, ich sehe. Na! Das ist für. Was ist denn die Zeitlupe überhaupt da? Wenn ich nicht mal mehr zurückgehen kann. Ey, also die Fallen, ich hasse diese Fallen, ne? Ach komm, leck mich am Arsch. Die Fallen haben nichts mit Schwierigkeit gerade zu tun, die haben einfach nur. Die sind einfach nur. Ultra nervig! Warum... Hä?
springen. Gut. Ganz langsam vorangehen. Leute, ich hasse sowas, weißt du? Die haben so aus. Das ist so GTA-like, so ein richtig schwammiges Bewegung. Weißt du, so eine richtig schwammige Bewegung. Und dann musst du so ganz vorsichtig an einen scheiß Draht gehen. So eine Stolperfalle. Ich werde hier rausklettern müssen. Oh yeah. Ja, da komme ich wieder nicht hin. Da ein Ausgang? Nee. Ja, dann geht's da los. Muss ich es erst runterziehen? Ah ja. Damit er jetzt lieber mal ein bisschen beeilt, bevor das Ding wieder nach unten fährt. Och nö. Nö. Finde ich nicht cool. Oh, weil die wieder ganz runterfallen muss. Kann den nicht einfach zurück auf diese Kiste? Noch irgendwo so ein Ding. Ey! Oh, wow, okay. Gerade nervt's einfach nur. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt notwendig ist, das auf der Seite. Das da. Ja, scheiß drauf. Scheiß einfach drauf. Jetzt kommen wir wenigstens hier hoch. Müssen wir bestimmt wieder, ja genau, das dachte ich mir schon. Das ist schon, komischerweise. Okay. Also immer, wenn wir irgendwo so stehen, müssen wir bestimmt so ein Ding runterziehen. Da auch irgendwas runterziehen? Nee, einfach nur dahin. Aber wenn ich darauf springe, fällt es bestimmt runter. Deswegen müssen wir uns wahrscheinlich voll beeilen. Nee, sogar nicht. Nichts passiert. Schon merkwürdig. Obwohl. Das ist vielleicht sogar gar nicht notwendig gewesen, dass ich hierher komme. Nur fürs Sammeln gut. Weil ich muss auf die andere Seite anscheinend. Aha. Na, oh, na, oh. Nein! Ich habe losgelassen vor lauter Panik, dass es sich festhalten soll. Oh. Ja, wo bin ich? Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie so ein Kletterspiel spielt, wie Assassin's Creed, Tomb Raider, Uncharted oder sowas? Und dann springt ihr irgendwo hin und die springt so komisch in der Luft und dreht sich so komisch in der Luft. Oder er. Dass ihr denkt, scheiße, die hält sich nicht fest und spammt einfach alle Tasten, damit sie sich irgendwo festhält. Und dabei hält sie sich von automatisch fest. Und dann drückt ihr eigentlich wieder loslassen.
Oh. Genau, das ist mir gerade passiert. Es ist diese schwammige Steuerung teilweise. Dieses, du willst nur einen Mikrometer nach rechts gehen und plötzlich macht es einen Ausfallschritt nach links. Das habe ich gesammelt. Das heißt, ich kann ja jetzt sogar hier draufbleiben. Guck, das ist dieses... Ich muss... Oh, perfekt. Ich glaube, wir haben es geschafft jetzt. Komm. Ah ja, jetzt sind wir wieder hier. Nee, da springe ich nicht drauf. Nee, 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 nee. Hier ist der Ausgang. Ach so, hier komme ich aber nicht hoch. Lol. Lol, aber wenn ich doch da raufspringe, dann geht das Ding doch wieder nach unten, oder? Kann ich das kaputt schießen? Boah, ich hab dir jetzt voll Schiss, dass das Ding wieder... Lauf ich gerade im Kreis? Okay, ich bedanke mich hier fürs Zuschauen und muss ja mal herausfinden, wie ich hier wieder rauskomme. Bis dahin wünsche ich euch was und ciao.